Das ist er, der Bestseller des Jahres 1988 von Eva Heller. Über 800.000 Mal verkauft und von Millionen Frauen und sogar Männern gelesen. Und jetzt der Film. Beim nächsten Mann wird alles anders. Hoffentlich. Also Mädchen, so wird das nichts. Wir wollen doch deine Beine sehen. Wieso? Wir machen doch keine Strumpfhosenwerbung. Na und? Deswegen finde ich es irgendwie sexistisch, wenn ich... Ach, da liegen wir ja goldrichtig. Du solltest mal sowas machen wie... Gun with the Wind vom Winde verweht. Ich weiß nicht, warum sowas eigentlich nur an uns Männern geleistet wird. Das eine sage ich dir, lange mache ich das nicht mehr mit. Männer sind doch alle bescheuert. Genau. Was bezahlst du mir? Ich möchte nur einen Ring. Aus 585er Gold. Er hat mir gesagt, dass er das Geld, das seine Scheidung kosten würde, lieber für einen großen Farbfernseher ausgeben würde. Und wann heiratest du? Darüber sollten wir unbedingt im nächsten Semester diskutieren. Ich will mich nicht aussprechen. Ich will ausziehen. Naja, von dem einen hast du dich getrennt. Einen anderen hast du noch nicht. Wer soll denn mal für dich aufkommen? Wenn das euer einziges Problem ist, kann ich auf den Strich gehen. Aber nicht in diesem T-Shirt, Kind. Das kommt bei Männern gar nicht gut an. Ich bin Jürgen Stöcklein. Mein neuer Lebensabschnitt begleite. Meine Güte, so macht man doch keinen Heiratsantrag. When you auf jeden Fall nicht so unromantisch. Ich möchte gern Gurus, möchte gern Revolutionäre, die gibt's haufenweise, die der Eckkneipe. Also, was willst du konkret? Die Miete von letzten Monat. Interessant, Konstanze, dass du so reagierst. Aber du hast doch immer gesagt, ich bin die Frau deines Lebens. Haben Sie nicht auch schon mal daran gedacht? Beim nächsten Mann wird alles anders. Oh Mann, oh Mann. Schauen Sie mal rein, wir würden uns freuen.